Hier war doch irgendwo ein dummer Schmied. Ich guck's doch nicht. Mal kurz hier. Ja, wir gehen mal kurz alle durch. Es ist ja, ich glaube, da hinten, hinter der Taverne, oder? Das sieht doch eher danach aus. Gehen wir gleich dahin. Oder? Oder nicht? Du bist ja ein beschissenen Orientierungssinn bei sowas. Auch bei Diablo oder so, da wo sie eigentlich ziemlich eindeutig ist, wo was wohin geht. Laden! Ja, gefunden. Black Hammer Smithery. So. Guten Tag. Ich würde gern kaufen. Aber hallo, ihr müsst der Barde sein, von dem alle reden. Der Bursche mit dieser seltsamen Spinne. Ist mir eine Ehre, euch hier in meinem Laden zu haben, mein Herr. Und es wird mir eine Freude sein, all eure Bedürfnisse an Waffen und Rüstungen zu befriedigen. Ob Schwerter, Bögen oder Rüstungen, alles ist hier erstklassig und käuflich. Die Geschäftsbedingungen sind Bezahlung in Bar, vollständig und im Voraus. Alle Käufe sind endgültig, kein Zurücklegen, keine Kreditbriefe oder Schuldscheine. Wir haben eine Rückkaufbestimmung. Wenn ihr es kauft, bringt's nicht zurück. Haha. Also seht euch ruhig um. Auf Wunsch beschreibe ich euch gerne die Feinheiten aller Gegenstände, die ich auf Lager habe. Aber denkt an die goldene Regel. Wer etwas kaputt macht, muss es kaufen. You broke it, you buy it. Heißt es. Nee, brauchen wir nicht. So. Ich hätte gern... Zeigt mir eure Schwerter und Keulen. Hier haben wir unsere Nahkampfwaffen. Wenn man einen Feind persönlich und aus der Nähe bekämpft, sollte man an seinen Kampfinstrumenten nicht gespart haben. Meist geht nicht der bessere Mann, sondern die bessere Waffe siegreich vom Schlachtfeld. Claymore. Interessant. Ja, das hier ist ein Schmerzbereiter, mit dem ihr durch alle Straßen ziehen könnt, ohne euch Sorgen um eure Sicherheit zu machen. Das Claymore, oder wie ich es immer nenne, der König des Kürzermachens. Es ist 3 Ellen lang, mit parallelen Hohlrinnen, über 3/4 der Länge, einem 2-händigen Griff mit Fassschnitt und am Heft austariert für bessere Handhabung bei kurzen Schnitten oder langen Schwüngen. Diese Waffe deckt ohne Zweifel einen großen Bereich ab und macht das, was ihr an Geschwindigkeit fehlt, durch reine Aufhaltekraft mehr als wett. Und da ich rein zufällig wegen eines kleinen Fehlers in der Buchführung gerade einen Überbestand davon habe, würde ich mich zu einem lächerlichen Preis von einem Exemplar trennen. Ein Fehler in der Buchhaltung? Kaufen! 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 Bye bye, Geld! Bye bye! Genau danach hatte ich gesucht. Ja. Ah, das Claymore. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Eigentlich hielt ich euch ja mehr für einen Mann des Breitschwerts, aber man muss schon ein feiner Krieger sein, um mit so einer feinen Waffe umgehen zu können. Danke. Ich würde gerne einen Blick auf eure Rüstungen werfen. Tatsache ist, dass ein Krieger nur so widerstandsfähig wie seine schwächste Rüstung ist. Viele Leute haben billigen Kram gekauft, aber keiner von ihnen wurde Stammkunde, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir kaufen uns. Schauen wir uns das gute Stück doch einmal genauer an. Eine Lederrüstung soll es also sein, verstärkt mit hammergeschmiedeten Eisenbeschlägen und allwettertauglichen Bronzeschnallen, die von den Leuten an der Westküste gegossen wurden. Wie alle meine Lederwaren ist sie rasch anlegbar für erhöhten Komfort und leichte Beweglichkeit. Mit ihr bleibt ihr auch dann noch stehen, wenn sich die anderen blutend zurückziehen. Daher ist sie meinen einmaligen, profitschmälernden Preis mehr als wert. Geil. Nehme das Ding. Ihr seid ein schlauer Mann, der den Wert des eigenen Lebens kennt. Ich sag ja immer, dass es nichts bringt, in Sachen Rüstung Geld sparen zu wollen, denn das letzte Hemd hat keine Taschen. Dann danke ich. Auf Wiedersehen. Liebevoller geht's ja nicht, ne? So, und jetzt? Stehen wir vor der großen Aufgabe? Wisst ihr, wenn ihr hier öfter vorbeischaut, dann werde ich euch bleiben lassen. Für immer. Und jetzt verschwindet. Ja, ja. Schreibstube des Büttels. Aber hier gibt es nichts. Macht ja nichts. Reingucken kostet nichts. So, und jetzt? Haben wir eigentlich hier alles, oder? Ich glaube schon. Dann begeben wir uns. Wisst ihr, wenn ihr hier. Wo geht's denn hin? Da waren wir schon. Gibt's doch hier weiter, oder? Kirkwall. Genau, Kirkwall. Wir müssen nach Kirkwall. Da war was. Und so erreichte der Barde Kirkwall. Eine friedliche und ruhige Stadt. Der Ort erschien ihm seltsam vertraut. Und schon bald sollte er den Grund dafür erfahren. Oh mein Gott! Ich fasse es nicht! Ich kann's wirklich nicht glauben! Trügen mich meine Augen? Das kann man nur hoffen.
So viel zum Thema friedlich und ruhig. Meine Augen sprechen die Wahrheit. Mein Liebster ist tatsächlich zurück. Obwohl du geschworen hattest, in meine Arme zurückzukehren, weckte die Zeit doch Zweifel in meinem Herzen. Diese zauberhafte Nacht ist ja so lange her. Optionen behalten? Es tut mir aufrichtig leid, junge Dame, aber offensichtlich verwechselt ihr mich mit jemand anderem. Sicher mit jemand weniger Hübschem. Das passiert mir immer wieder. Du scherzt wohl. Diese Mondnacht in der Scheune, oben auf dem Heuboden. Du sagtest, du würdest mich lieben. Du sagtest, das wäre der leidenschaftlichste Moment, den du je erlebt hast. Könnt ihr etwas genauer sein? Wisst ihr, so etwas höre ich oft. Tut mir leid, ich erinnere mich nicht an euch, was nur zwei Dinge bedeuten kann. Entweder wir sind uns nie begegnet oder diese Nacht war nur für einen von uns beiden zauberhaft. Oh, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so beleidigt worden. Denkt noch mal nach. Ich bin sicher, ihr werdet fündig. Wenn mein Vater das herausfindet, wirst du was erleben. Was bist du nur für ein Tier? Das hat euch vorher offensichtlich nichts ausgemacht. Dafür wirst du bezahlen. Ich schwöre dir, du wirst bezahlen. Das habe ich schon. Ich muss mir einen Keuschheitsgürtel besorgen, damit ich mir in Nächten der Verzweiflung solchen Ärger erspare. Ihr würdet der ganzen Welt einen Gefallen tun, wenn ihr den Schlüssel wegwerft. Alter! So, wie schaut's hier aus? Ui. Quest, 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 Quest. Schön. Sollen wir hier speichern, oder? Klassisch. So. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Bove. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Bove? Ihr seid auf der Suche nach Bove? Schaut alle mal her. Wir haben wieder einen Erwählten. Ja, danke dafür. Also, vielen Dank fürs Gespräch und so. Was? Das hier aufzählt? Ah, Bove. Verzeiht die Störung, aber wisst ihr, wo ich einen namens Bove finde? Ja, weiß ich. Ich bin einer namens Bove. Und darf ich fragen, wer das wissen will? Was ist mit denen seinen Beinen los? Ich bin ein müder Wandersmann, der ein bescheidenes Anliegen hat. Einer eurer Brüder schickt mich aus Juten hierher. Es hieß, ihr wüsstet da ein Liedchen, das mich interessieren könnte. Wird mir ein Vergnügen sein, euch zu helfen. Aber zuerst mal... Woher weiß ich, dass ihr tatsächlich aus Juten kommt? Ja, guckt mich an. Ich kann euch nur bitten, mir Glauben zu schenken. Gut, ich sage euch, was ihr tun müsst. Geht diese Straße runter, da findet ihr den wahren Bove. Also seid ihr gar nicht Bove? Doch, bin ich. Warum sollte ich euch belügen? Aber ihr habt doch gesagt... Ich bin Bove. Bloß bin ich nicht der Bove, den ihr sucht. Ich habe ja nicht den ganzen Markt aufgekauft, was diesen Namen betrifft. Eure Einstellung will mir irgendwie nicht gefallen. Na, dann bin ich ja beruhigt. Und jetzt marschiert mal da lang. Da findet ihr, was ihr sucht. Fragt einfach nach Bove und sagt ihm, Bove schickt euch. Oh Gott, ich ahne, wo das endet. Sieh mal, wer da kommt, Sean. Der Barde. Der Barde? Ich kenne keinen. Ach, der Barde. Kenne ich euch? Ob ihr uns kennt? Erinnert ihr euch denn nicht mehr an Finstown? Finstown? Ich glaube nicht, dass ich dort schon einmal war. Ihr wart noch nie dort? Aber ihr seid der Held von Finstown, Barde. Tatsächlich? Wirklich? Ja, aber sicher. Ihr werdet euch doch wohl an Finstown erinnern, oder? Es wartet schließlich noch eine dicke Belohnung auf euch. Oh, Finstown. Aber sicher. Tut mir leid, bei den vielen Heldentaten, die ich vollbracht habe, vergisst man schon mal die eine oder andere. Wirklich? Bitte verzeiht, mein Bruder hat einfach keine Manieren. Begebt euch nach Finstown, da werdet ihr eure Belohnung erhalten. Die Leute dort würden euch für ihr Leben gern noch einmal wiedersehen. Gut. Sobald ich die Zeit finde, werde ich mich aufmachen. Ausgezeichnet. Wir... werden ihnen sagen, dass ihr auf dem Weg zu ihnen seid. Komm, Bruder, lass uns aufbrechen. Das
nach einer Falle. Verzeiht die Störung. Seid ihr Bove? Und wer will das wissen? Nur ein einfacher, verwirrter Wandersmann, den man geschickt hat, euch um Hilfe zu bitten. Oh, aber ich versichere euch, nichts liegt uns ferner, als euch verwirren zu wollen. Das freut mich. Sagt einfach, was ihr begehrt. Lehrt mich einfach eure Magie und ich ziehe meines Weges. Ah, ihr sucht den magischen Bove. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ihr beliebt wohl zu scherzen. Ich wünschte sehr, ich wäre er. Ich würde euch liebend gerne helfen, aber ihr braucht den Bove, der die Straße runter wohnt. Drückt euch nächstes Mal doch bitte deutlicher aus. Vielleicht drückt sich meine Klinge ja deutlicher aus als ich. Ihr müsst nicht gleich böse auf mich sein, nur weil es bei euch mit der Verständigung hapert. Geht nur, Bove erwartet euch und bestellt ihm schöne Grüße von Bove. Sehr wohl, der Herr. Und so marschierte der Bade los, um Bove zu suchen. Es kam ihm vor, als hätte er das schon einmal erlebt. Und so marschierte der Bade los, um Bove zu suchen. Es kam ihm vor, als hätte er das schon mal erlebt. Sehr witzig. Alter. So. Und dann sind wir an dem Punkt, wo ich wieder die Orientierung verloren habe. So, ah, jetzt hier so. Da so. Bitte sei der Richtige. Ich wage kaum zu fragen, aber ist euer Name Bove? Das ist der Name, unter dem man mich kennt. Und wen habe ich vor mir? Einen frustrierten Fremden, der hofft, ihr könnt den Teufelskreis durchbrechen, welcher ihn gefangen hält. Ach, ihr Ärmster! Ich wünschte, ich könnte auch nur ein Witzelchen Sympathie für einen frustrierten, müden Fremden aufbringen, der mir meine kostbare Zeit stiehlt. Aber ich schätze, eine Frage kann ich euch gestatten. Ist das wahr? Aber ja! Großartige Frage übrigens. Ihr seid doch schlauer, als ihr ausseht. Fuck! So schlau, dass ihr gewiss meinen Freund Bove weiter unten an der Straße finden werdet. Er hat eine Schwäche für Einfallspinsel wie euch. Und vergesst nicht, ihm Grüße von mir zu bestellen. Leute, ihr verarscht mich doch. Nein, niemals. Verarschen dich? Nein. Wo bin ich denn hin? Ich kenne mich nicht mehr aus. Das muss jetzt ja da unten sein, oder? Seid ihr Bove? Ja. Ich bitte euch, helft mir. Tut mir leid, aber Betteln ist in dieser Gegend verboten. Vielleicht kann einer meiner Freunde ein paar Brosamen für euch entbehren. Schert euch fort. Nee. Ich sehe, ihr seid noch nicht viel weiter gekommen. Seid ihr immer so langsam? An Tagen wie diesem, ja. Vielleicht seid ihr so gütig und helft mir, die Sache etwas zu beschleunigen. Aber gewiss doch. Und Schweine können fliegen. Recht schönen Tag noch, Fremder. Es sah ganz danach aus, als wäre der passende Leitspruch für unseren Helden: Wie du mir, so ich dir. Was? Wir haben versucht, euch ein bisschen abzuhärten, aber es scheint nichts zu nützen. Gehen wir. Kannst du nicht laufen? Ich meine, okay, du hast keine Arme mehr, aber du kannst auch laufen. Kann man ohne Arme nicht mehr laufen? Lauf! Das verarschen und dann hier so. Ich
Ja, was will ich jetzt? Will ich jetzt mit ihm sprechen oder mit wem will ich jetzt sprechen? Wie schön, euch wiederzusehen. Ihr habt mir gefehlt. Hab ich das? So sehr, dass ihr mir helfen werdet? Aber nein, wo denkt ihr hin? Schönen Tag noch. Na, der gibt mir jetzt nach. Mit dem kann ich nicht reden? Doch, kann ich. Gefällt euch unser hübsches Städtchen? Oh, ich habe schon viel davon gesehen. Zeigt ihr mir noch mehr? Bedauere, Führungen finden nur zweimal wöchentlich statt. Kommt morgen wieder. Noch habe ich's nicht kapiert. Ihr schon wieder. Sagt, seid ihr masochistisch veranlagt? Nein, eher sadistisch. Soll ich's euch beweisen? Schön, dass hier endlich etwas aus euch rausgeht. Kommt, mein Freund, ich bringe euch, wohin ihr wollt. Aha, jetzt fängt das an zu sinnen. Und wieder bin ich siegreich. Aber ist es der andere hin? Macht bloß einen Bogen um den Hof vom Alten. Entschuldigung. Jetzt, ich kapiere es nicht. Irgendwas habe ich jetzt nicht überrissen. Ihr schon wieder? Muss ich's euch erst buchstabieren? Ich helfe keinem unfähigen Blindgänger. Soll ich euch vielleicht zum Spaß ein bisschen windelweich prügeln? Na bitte, geht doch. Gehen wir Bauf suchen. Aha. Merken, mit Freundlichkeit kommst du nicht überall hin. Vor allem, wenn sie dich verarschen. Hey, warum habt ihr mich nicht eingeladen zu eurem geselligen Beisammensein? Das ist alles andere als ein geselliges Beisammensein. Ihr geht mir auf die Nerven. Alle miteinander. Ach, was für ein Pech, denn ohne uns vier ist euch nicht zu helfen, fürchte ich. Wie sage ich immer, je mehr, desto lustiger. Ein Bov mehr oder weniger. Was soll's? Kommt mit. Es hatte zwar länger gedauert als erwartet. Viel, viel länger. Aber nun zogen der Barde und die vier Bows gemeinsam los. Wie man daran sehr schön erkennt, lässt ein Gauner den anderen nicht hängen. Eine Krähe pickt der anderen kein Auge aus. Läuft er denn hin? La 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 la. Wenn ihr drin seid, arbeitet euch durch das Labyrinth, bis ihr vier Fässer findet. Hinter diesen Fässern ist ein Durchgang, der euch oben auf die Klippe führt. Dort trefft ihr einen sehr guten Freund von mir, der euch den Weg zeigt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass das ewige Herumgerenne noch lang nicht vorbei ist? Glaubt uns, mein Freund, unser Wahnsinn hat Methode. Das kann schon sein, aber Methode schützt vor Schaden nicht. Ich würde gerne mal speichern. Jetzt würde ich gerne mal speichern. Und dann runter. Mann, was ist denn das hier für ein Kaff? Thank you.
seid gegrüßt und herzlich willkommen. Des Baden Ruf habt vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug. So schaut euch nur um und ich hoffe, es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist. Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan. Gebracht hat es nichts, drum ein Lied recht spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.